Quark, 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 jetzt bin ich nicht mehr stark, sondern eine blöde, aufziehbare Kröte. Quark, 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 keiner fragt mich, ob ich mag, keiner gibt mir einen Kuss, ich will nicht, ich will nicht. Quark, was ist das für ein Tag? Was soll ich nur machen? Weinen oder lachen? Quark, 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 keiner fragt mich, ob ich mag. Keiner gibt mir einen Kuss. Ich will nicht, ich will nicht. Allein ich muss. Quark, 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 wie das wohl enden mag. Bleib ich so für immer, wird es gar noch schlimmer. Quark, 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 keiner fragt mich, ob ich mag. Keiner gibt mir einen Kuss. Ich will nicht, ich will nicht. Allein ich muss. Quark, sagte der Ritter Rostfrosch und hüpfte im Kreis herum. Das sollte heißen, die Hexe Versteckse hat mich leider verzaubert, bitte hilf mir. Bös sprechender Hut kreischte vor Vergnügen. Backe, backe, Brötchen, rief er, der Ritter ist ein Krötchen. Viel verstand er zwar nicht, aber das hatte er wenigstens kapiert. Wo ist eigentlich Koks? Bö lief schnell in sein Zimmer. Dort fand sie nur noch einen Zettel, auf dem stand: »Ich will nicht zur Hexe Versteckse. Lebt wohl.« »Wir müssen ihn suchen«, rief Bö und zog Feuerstuhl ihr heißgeliebtes Ross auf. Der Ritter Rostfrosch sagte: »Quark«, das sollte diesmal heißen, »ich will auch mit, und außerdem möchte ich kein Frosch sein.« Aber da war Bö schon zum Tor der eisernen Burg herausgeritten, und dem Ritter Rost blieb nichts anderes übrig, als hinterher zu hüpfen. Koks stapfte indessen traurig durch den Fabelwesenwald und dachte: »Am besten, ich besuche meinen Onkel in Amerika. Der freut sich bestimmt.« Sie hatten sich nämlich schon seit über 10 Millionen Jahren nicht mehr gesehen.